Yvonne, schön, dass du da bist. Letzter Tiny Talk vor der Sommerpause. Wie unterstützt ihr von der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit in Europa Unternehmen und Arbeitnehmerinnen aktuell? Vielen Dank für die Einladung erstmal, Sven. Habe ich mich gefreut, dass wir uns hier an diesem Ort treffen können, um auch zu besprechen, ja, wie ist eigentlich die Situation in den Unternehmen und was wollen die auch tun in Sachen Zukunft der Arbeit? Natürlich muss man erstmal sagen, auch bei uns im Wirtschaftsressort waren natürlich die Anfragen groß, wo es in Sachen Soforthilfe oder Überbrückungshilfe geht, aber wir gucken jetzt auch schon wieder einen Schritt mehr nach vorne und schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, auch die bremischen Unternehmen ganz klar zu unterstützen nach der Corona-Krise, aber auch jetzt schon. Weil wir wissen natürlich auch, dass viele von den Unternehmen, ob das im Schiffbau ist, ob das in der Automobilindustrie ist oder ob das in der Luft- und Raumfahrt ist, eigentlich auch schon vor der Corona-Krise bestimmte Herausforderungen hatten durch die digitale Transformation, die jetzt nochmal zunehmen. Also wenn du fragst, was tut ihr ganz konkret, dann versuchen wir jetzt mit den Unternehmen neue Innovationsprojekte aufzulegen. Es kann natürlich einerseits bedeuten, dass wir so etwas wie ökoeffizientes Fliegen nach vorne bringen wollen oder auch Wasserstofftechnologie. Das bedeutet aber auch ganz konkret für die Unternehmen, gerade auch im Mittelstand, was lernen wir aus den Erfahrungen in der Corona-Krise, wenn die Lieferketten wegbrechen, wenn sich vielleicht auch sowas wie Konsumverhalten der Leute verändert. Keiner weiß zum Beispiel, wann überhaupt Kreuzfahrten wieder so attraktiv sein werden. Natürlich bricht viel weg, aber wir versuchen jetzt mit den Unternehmen ganz konkret auch Projekte an den Start zu bringen. Okay, habt ihr denn schon auf der Agenda jetzt für die nächsten Wochen und Monate, wie ihr in diesem Bereich jetzt wirklich Unternehmen konkret unterstützen könnt? Welche Formate, welche Angebote wollt ihr da schaffen? Einige Formate, denke ich, die schon erfolgreich waren, werden weitergeführt. Also zum Beispiel haben wir ja auch mit dir zusammen die Co-Creation Labs in den verschiedenen Branchen organisiert, wo Workshops zu agilen Arbeitsmethoden ausprobiert werden können. Wir werden jetzt aber auch in bestimmten Branchen, zum Beispiel in der maritimen Wirtschaft, auch Projekte auflegen zur Zukunft der Werften beispielsweise. Wir haben auch einen Stammtisch für Personalverantwortliche und da kam auch gerade beim letzten virtuellen Erfahrungsaustausch raus, wir können doch jetzt auch die Phase nutzen. Wir haben ja in Deutschland das Glück, dass wir Kurzarbeit haben. Das Instrument verschafft uns auch eine gewisse Atempause, um jetzt zu sagen, was brauchen unsere Beschäftigten zukünftig an digitalen Qualifikationen und wie können wir auch im Betrieb diese Form der Qualifizierung organisieren. Das heißt, was wir jetzt anstreben, sind sogenannte betriebliche Experimentierräume, wo man Technologieentwicklung mit Organisationsentwicklung auch verbindet. Und das heißt für uns unter anderem auch, dass wir mehr noch darauf achten wollen als bisher, dass in den Unternehmen auch mehr Beschäftigtengruppen sich beteiligen können. Oder auch wir natürlich bestimmte Zielgruppen jetzt stärker avisieren. Also so etwas wie die Erhöhung der Quote von Frauen in Fach- und Führungspositionen, für mehr Diversity in der Unternehmenskultur unterwegs zu sein. Das sind schon so Strategien, die wir dabei jetzt auch versuchen umzusetzen. Sehr spannend, was ihr da alles so vorhabt. Und einen Wunsch hatte ich noch vorweg. Bring mir doch mal ein Buch mit, was dich positiv auf Veränderungen stimmt für die Zukunft. Welches Buch ist es geworden? Ich habe natürlich im Vorfeld überlegt, bringe ich eher einen Roman mit, aber weißt du, ich bin auch so ein Typ, wenn ich frei habe, habe ich frei und wenn ich arbeite, dann lese ich auch gerne Fachliteratur, deswegen habe ich auch eins mitgebracht. Also meine Empfehlung für alle diejenigen, die im Sommer sich mit agiler Unternehmenskultur beschäftigen wollen, ist das Buch Agile Organisationsentwicklung von Bernd Österreich und Claudia Schröder. Was ich daran besonders toll finde, ist, dass sie sagen, auch mit agilen Organisationsstrukturen wird es auch zukünftig natürlich immer darum gehen, die Unternehmen zukunftssicher zu machen. Und ich denke, das gilt in Corona-Zeiten umso mehr. Und sie verbinden auch die Organisationsentwicklung mit kollegialer Führung. Und ich glaube, das wird sicherlich einer der Erfolgsfaktoren sein, wenn wir auch in Zukunft darüber sprechen, neue Innovationen für Bremen möglich zu machen.